Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6, Wandler zwischen den Welten. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte, aber irgendwie war es nicht das, was ich sagen wollte. Ursprünglich. Ja. Whatever. Was mir noch, ich habe ja letzten Part gesagt, dass ich noch sonst wohin will. Was mir letzten Part noch eingefallen ist. Beziehungsweise nicht eingefallen. Jemand hat es in den Kommentaren geschrieben. Ich hab's vergessen, ich bin so ein Idiot. Wir sollten diesen Kalim... Der komische Kerl, der uns gesagt hat, wie dieser ist hier, Kalir und Aufmerksamkeit der Tür erregen, wisst ihr auch. In Berg Schneeweh. Der wollte doch das Schwert sehen, nachdem wir es bekommen haben. Ich Idiot. Da hätte ich auch mal eher drauf kommen können. Bin ich aber nicht. Naja. Oh, es ist ja schon so spät, ey. Und ich diesen Part, den ich jetzt gerade aufnehme, den muss ich gleich noch hochladen. Oh, es ist 9 Uhr. Um Gottes Willen, ey. Ich bin heute echt... Ich habe 1,5 Stunden aufgeräumt. Ist es so ein Chaos. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Scheiße. Ich glaube, er war da oben irgendwo. Ja, genau, er war in der Kirche. Genau, da war so ein Raum. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Da war er. Ich hoffe, er hilft uns jetzt. Sag mir was. Also, so stolz sieht man doch nur aus, wenn man ein legendäres Schwert in Besitz genommen hat. Mein Rat war überaus wertvoll für euch, richtig? Ich hoffe, ihr zeigt euch dankbar. Es ist völlig rostig. Los, los! Wollt ihr mir euer neues Schwert nicht zeigen? Heilige Frostbeule, es besteht nur noch aus Rost? No shit, Sherlock. Ah, was tun, was tun? Aha, ich hab's. Südlich der Alles-Neu-Abtei findet ihr eine Stadt. Ja. Ihr Name ist Heuchfeld, es ist ein zwielichter Ort für zwielichte Leute. Aber sie ist auch der Heimatort einer berühmten Familie von Schwertschmieden. Ihre Arbeit hat einen fast schon legendären Ruf. Diese Informationen sind natürlich etwas alt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Familie immer noch dort ansässig ist. Ah, und lasst mich euch das hier geben, bevor ich es vergesse. Amarok nimmt Heuchfeld-Anhänger entgegen. Jetzt komme ich in die Stadt rein, richtig? Oh, ich bin so schlau. Nein, wer auch immer diesen Kommentar verfasst hatte, schlau. Ich hätte es vergessen, ich hätte sowas von nicht gepeilt. Wenn ihr ihnen das am Stadttor zeigt, dann lassen sie euch in die Stadt. Schick. Dann gehen wir jetzt nach Heuchfeld. Also ich hatte die richtige Idee, noch nicht den Anhänger. Weil ich schon wieder was vergessen habe, weil mein Gedächtnis so gut funktioniert. Es ist so toll. Gewisse Dinge sollte ich mir echt immer aufschreiben. Obwohl ich wahrscheinlich momentan wieder keinen Stift finden würde. Ich habe nämlich ja 1,5 Stunden aufgeräumt. Die ganze Bude... Okay. Die ganze Bude von oben bis unten. 1,5 Stunden. Mit meinem Freund zusammen. Wir haben die Bude zu zweit aufgeräumt und haben trotzdem 1,5 Stunden gebraucht. Hier sah es aus wie Sau. Aber jetzt sieht es wieder schön aus. Ich wollte eigentlich schon eher aufnehmen, aber ich kann mich nicht konzentrieren, wenn es hier so aussieht. Wieso bin ich eigentlich so dumm? Konzentrier dich, Isabel. Konzentration. Wir wollen nach... Stopp. Heuchfeld. Amarok wirkt den Zauber. Teleportation. Schick. Warum habe ich das jetzt vorgelesen? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen jetzt nach Heuchfeld. Und kommen hoffentlich auch rein. Und? Hey da, wer sagt, dass man hier einfach so reinspazieren darf? Das hier ist die hinterhältigste Stadt namens Heuchfeld. Ich glaube kaum, dass sie hierher passt. Ist nicht euer Revier. Und jetzt zischt ab. Amarok zeigt den von Alikazam erhaltenen Heuchfeld-Anhänger. Junge, na wenn ihr für euch bürgt, dann reicht mir das. Kommt rein. Okay. Sprech mit mir. Willkommen in Heuchfeld, eine Stadt, in der alles möglich ist. Und ich meine alles. Alles klar. Gehen wir erstmal hier rein. Hier sieht's schick aus. Ich bin auf der Suche nach dem berühmten Schnüffler Mo der Maulwurf. Man sagt, er versteckt sich in Heuchfeld. Er ist ein Meister der Verkleidung, also muss ich meine Augen offen halten. Oh. Mo? Wer ist das? Okay. Wir werden es herausfinden. Gottes Willen. Ja. Das ist mein Hals. Nichts Neues. Oh ne, hier gibt es auch wieder neue Rüstungen und Waffen. Ob die besser sind als meine jetzigen? Oh, wahrscheinlich. Ich will nicht. Das ist nicht besser. Häschenkostüm. Amen. Das ist auch nicht besser. Das, ja gut, für Amos habe ich es jetzt nicht, aber... Das ist... Wow, ich kann Adrielle ein fließendes Kleid anziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh yay. Das ist falsch. Das ist so falsch. Okay.
Hier gibt es im Grunde nur das fließende Kleid für die alle. Okay. Ich finde das schwer verstörend, dass ich Adriel jetzt ein Kleid anziehen muss. Oh mein Gott. Das ist schwer verstörend. Okay. Nein. Ich will erst noch hier gucken. Das ist alles schlechter, deutlich schlechter. Das auch. Das auch. Und ja, den haben die beiden aber eigentlich. Diese Feuerklinge oder das Feuerschwert ist ja eigentlich noch besser. Das heißt, ich musste im Grunde zwei, sagen wir erstmal zwei neue Kleider für Adriel und Milena kaufen. Kleider! Oh Gott! Wenn ich mir das vorstelle, dass Milena und Adriel jetzt bald dasselbe Kleid anhaben, ne? Okay, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich will erstmal gucken, ob ich noch ein bisschen was zum Verkaufen habe. Oh, ja, diesen Sturmschild, den brauchte ich ja nicht. Weil der Effekt auch nicht so toll war. Beziehungsweise, ich brauche ihn halt nicht. Ich will halt normalerweise keine Monster verscheuchen. Giftnadel. Okay, ich wollte vorher vielleicht noch einmal kurz gucken, ob das irgendwie besser ist. Aber bezweifle ich schon alleine wegen dem Geldbetrag, den es wert ist. Ja. Ich meine auch, dass ich das schon häufiger mal gelesen habe und dass es deutlich schwächer ist. Okay. Nein. Okay. Dann verkaufen wir das noch. Ja. Ja, ganz meinerseits. Ach, jetzt, sie hat ja jetzt... Wieso hat sie so viele Peitschen? Sie hat drei Peitschen? What the heck? Was ist denn das passiert? Magierpeitsche ist deutlich schlechter. Vielleicht kann man die im Kampf als Dingens anwenden? Waffe zu handeln. Nee, man kann es nicht im Kampf anwenden. Und die glaube ich auch nicht. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich mir die irgendwann mal gekauft und dann vergessen, die zu verkaufen. Obwohl, ich habe die neue Peitsche ja eigentlich erst seit vorletzten Part, deswegen. Okay, auf jeden Fall können ihre anderen Peitschen auch weg. Die sind nämlich deutlich schlechter. Und haben keine besonderen Fertigkeiten. Insofern kann ich gleich auch schön Kleider kaufen gehen. Ich komme da immer noch nicht drüber weg, dass ich jetzt Adriel ein Kleid anziehen soll. Wer ist auf so eine schwachsinnige Idee gekommen? Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Die Traumklinge. Ach nee, die behalte ich noch. Ach nee, die wollte ich ja behalten, wegen mehrerer Leute gleichzeitig angreifen, aber die schwere Rüstung kann weg. Und die Eisenmaske, die da war, kann auch weg. Gott, jetzt verbringe ich schon wieder den ganzen Part damit, Sachen zu verkaufen. Und ich dachte mir, das kann ich jetzt mal eben ganz schnell machen. Ja, ganz schnell. Sowas geht immer ganz schnell. Merken, sowas geht nie ganz schnell. Glaspantoffeln. Die waren definitiv schlecht. Gold am Schiene. Okay. Ich glaube, die verkaufe ich. Obwohl, ach, was behalte ich? Da standen, die bringen Flinkheit. Vielleicht brauche ich sie doch irgendwann mal. Ich sammle einfach zu gerne zu viel. Kaufen. Fließendes Kleid. Zweimal bitte. Danke. Für Rebecca kaufe ich das jetzt nicht. Die ist sowieso nie im Team. Und wenn sie mal ins Team sollte, dann wird sie entweder durch Adriel oder durch Milena ersetzt. Und dann kann sie das Kleid von denen ja haben. Gott, ich komme da immer noch nicht drüber weg. Adriels Kleid. Jawohl. Warte mal. Hä? Das hat sie ausgerüstet. Ernsthaft jetzt? Ach nee, ich habe sie wahrscheinlich gerade eben damit ausgerüstet, ne? Ja. 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 Ignoriert mich. Ich bin nur doof.
Genau, den hatte sie vorher angewandelt. So, und jetzt können wir noch eben die beiden Rüstungen von den anderen verkaufen. So, jetzt haben wir es gleich. Genau, die Zauberrüstung kann jetzt weg. und der Zauberrock kann weg. Dafür kann ich jetzt auch bald nochmal so eine Flammenklinge für Amarok kaufen gehen. Sehe ich gerade. Also ich habe jetzt wieder 26.000, das reicht gerade so. Okay, bin ich hier jetzt doch noch fertig geworden. Das hat jetzt aber echt lange genug gedauert. Ich schlage mich schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren hier in Heuchfeld durch. Die reizbaren Leute in Heuchfeld schlagen erst zu und fragen dann. Die Leute hier kämpfen täglich miteinander, aber ich war nie ein großer Schläger. Ich nehme an, dass ich noch lebe, weil ich absolut nicht kämpfen kann. Die harten Jungs leben meist nicht lange. Okay. Oh Gott, hier kann ich wieder Schleim-Minispiele machen. Oh nee, lass mir erstmal. Heute habe ich keine Lust. Ich habe gehört, dass hier ein legendärer Schwertschmied lebt und ich wollte ihm einen Besuch abstatten. Leider ist keiner der Stadtbewohner anständig genug, mir zu sagen, wo er ist. Ach, war das nicht so ein Meister im Verkleiden? Dann sollte ich vielleicht... Dieser Mo, ne? Dann sollte ich vielleicht, mal ein bisschen die Augen offen halten nach diesem Mo. Und ein bisschen rumdrehen und so. Man weiß ja nie so genau. Oh, ich sehe das schon vor mir. Ich finde ihn bestimmt nicht. Und dann suche ich ihn wieder eine Ewigkeit oder sowas. Hier sind Rüstungsteile zu sehen. Schick. Kein Mo. Hey. Es kommt davon, wenn man irgendwo anders hinguckt und versucht zu laufen. Gleichzeitig. Alle, die hier landen, haben eine Vergangenheit. Man sollte nicht zu sehr herumschnüffeln. Das ist die einzige Regel, an die wir uns hier in Heuchfeld halten. Okay. Karteninfo. Nein, danke. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Danke. Okay, gehen wir erstmal ins Casino rein. Gott, ist das hier verwinkelt, das gibt's ja nicht. Okay. Halt! Der Eintritt kostet 100 Goldmünzen, was sagt ihr? Ah, meinetwegen, ist mir auch egal. Großartig, dann erleichtere ich euch jetzt um 100 eure besten Goldmünzen. Macht euch bereit für das Paradies. Okay. Das ist nicht gut, diese Aufregung, das ist alles zu viel für mich. Ich kann mich nicht einmal auf die hübschen Häschengesichter konzentrieren. Kipp mir nicht vom Stuhl, ja? Ich stehe auf füllige Frauen. Kann ich nicht genug von kriegen. Na los, lass es krachen. Zeig mir, was du hast. Okay. Ja. Kann ich hier wieder weg, bitte? Sabba. Wuhu. Ihr habt es gesehen, oder? Lady Hermidira hat mir ein Küsschen zugeworfen, oder? Ja, bestimmt. Ich wusste es. Lady Hermidira steht auf mich. Was, wenn ich Nein sage? Sagt er mir, dass ich eifersüchtig bin? Hat sie nicht? Ich verstehe. Mein Fehler. Schluchz. Okay. Wuhu, Lady Hermidira. Anerkennendes Pfeifen. Ja. Oh, ihr seid nur gekommen, um mich zu sehen? Denkt daran, nur angucken, nicht anfassen. So sind hier nun mal die Regeln. Ja, danke sehr. Musst du mir nicht extra sagen. Bleib stehen. Links Schritt, rechts Schritt. Tscha, tscha, tscha. Wenn ich meine Hüften schwinge, verdrehe ich allen den Kopf. Tscha, tscha, tscha. Ja. Okay. Bleib stehen. Was soll das ganze Theater? Diese Bühne gehört mir, Lady Hermidira. Geh zurück auf die billigen Plätze und bewundert meine Schönheit von dort. Verstanden, mein Hübscher? Urx. Geh weg. Okay. Noch ein Häschen. Und Schränke. Erstmal öffnen wir die Schränke. Okay. Paar Netzstrümpfe. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die Netzstrümpfe in irgendeiner Form besser sind als irgendwas anderes, was ich habe. Es gibt ein paar Kleidungsstücke, die ich einfach nicht tragen will, mit niemandem. Okay? Okay? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Amos Netzstrümpfe ausrüsten könnte. Obwohl, mich wundert gar nichts mehr, seitdem Adrian ein Kleid trägt. Ich wohne schon seit fast 12 Jahren in dieser Stadt. Ich kam von Schloss Unbüll hierher. Diese Zeit war wie ein Realität gewordener Albtraum. Ich möchte mich nicht mehr daran erinnern. Milena, Punkt, Punkt, Punkt.
Okay. Irgendwo muss der Keloch sein, oder? Ich spreche jetzt einfach alle Spiegel an. Okay. Interessant. Gott, mein Hals. Bla, bla, bla. Du stehst mir im Weg, Mädchen. Was ist denn mit Punkt, Punkt, Punkt? Schloss Unbüllei? Der alte König hat die Leute wohl ziemlich übel behandelt. Noch jemand? Punkt, Punkt, Punkt. Ich fürchte, sie hat unvorstellbare Mühsal erlitten. Punkt, Punkt, Punkt. Schloss Unbüllei, bla, bla, bla. Okay. Okay. Sagt von euch niemand was? Steht er hier vielleicht irgendwo in der Ecke? Da bin ich einfach zu doof. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist er auch nicht hier. Okay, ich wollte eigentlich nur den Tisch ansprechen. Das klingt. Ich wollte eigentlich nur den Tisch ansprechen. Okay. Hier scheint irgendwie nichts zu sein. Gut, wir sind jetzt auch erstmal schon bei 16 Minuten. In dem Sinne werde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!